Hallo liebe Rasenfreaks, es ist sehr, sehr windig in letzter Zeit und es ist aber teilweise relativ warm. Ich hoffe, ihr übersteht mich überhaupt bei dem Wind. Ganz kurzer Rasencheck, mit Rasen ist noch nicht viel. Der Rasen sieht auch ziemlich checkig aus. Naja, gut, haben wir weiter Geduld. Geduld, Geduld, warten, warten, warten. Die Saison kommt, 2 Monate maximal, dann geht's rund. Ja, also machen wir Werkstatt. Viel Spaß! Yeah! Ja, liebe Rasenfreaks, wir sortieren heute Schrauben. Das ist der helle Wahnsinn. Ich wollte erst die Schrauben bei Toro bestellen. Dann bin ich lang hingeschlagen, was so eine Schraube kostet. Also besorge sie mir jetzt woanders. Hallo Spindelmeer-Freaks. Ist denn heute schon wieder Weihnachten? Unboxing, Unboxing der Ersatzteilkartons. Ich bin gerade nach Hause gekommen und da steht der Eingangsbereich voll mit Paketen. Yeah! Ich habe die ganzen Toro-Ersatzteile bekommen. Wir haben die gestern bestellt und es wurde auch heute geliefert. Meine Frau holt hier gerade die ganzen Pakete ran. Und wir machen jetzt das Unboxing der Ersatzteile für den E-Flex. Viel Spaß dabei. Ich habe hier die wichtigsten Zollschrauben bestellt, die ich ersetzen will. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Originalersatzteile von Toro sind nicht wirklich günstig. Und dann habe ich doch wie wahnsinnig gesucht, wo kriege ich alternativ, zack, alternativ die Teile her und wie kann ich möglichst viel Geld sparen, sage ich ganz offen. Und das sind jetzt hier die wichtigsten Zollschrauben, sehen wunderbar aus, wunderbar Schrauben. Und da habe ich, will jetzt nicht übertreiben, also eine Schraube kostet bei Toro, wo lagen die so, bei, was weiß ich, 1,50 Euro. Noch mehr, 2,50 Euro. Kommt auf die Schraube drauf an. Ja, kam auf die Schraube drauf an. Kann auch nur 89 Cent das Stück. Ja, also ich sag mal, die Schraube, die jetzt hier, die Schrauben haben hier so zwischen 20 und 30 Cent gekostet. Bei Toro jetzt vielleicht ein Euro, jetzt das Dreifache, vielleicht auch das Vierfache. Aber kann man schon was sparen. Kann man schon wirklich was sparen. So, das sind die Schrauben. Schöne verzinkte Schrauben. Zack, dann in den Karton. Wegschmeißen hier. Was haben wir hier? Hier haben wir noch, ja, Lager. Lager, das müssen die Lager sein. Dann ein Riesenthema, die Kugellager. Die Kugellager, direkt von Toro bestellt, kosten ein Wahnsinnsgeld. Wir haben natürlich erstmal die Lager ausgebaut, um die Lager natürlich nachmessen zu können. Und dann habe ich festgestellt, die Lager, die Toro einsetzt, sind auch aus China oder aus Japan. Und nicht die teuren deutschen SKF- oder FAG-Kugellager. Das sind jetzt hier noch ein paar Lager, die ich noch nachbestellt habe. Die ersten Lager habe ich schon bekommen. Mal gucken, wo die jetzt herkommen. Da steht ja auch nicht drauf. Gedichtete Rillenkugellager. Aber der Hersteller steht nicht drauf. Okay, na gut. Ja, muss man natürlich gucken, ob man eine ausreichend gute Qualität bekommt, wenn man sich alternative Lager kauft. Ich habe jetzt tatsächlich die günstigsten Lager genommen, weil ich mir gesagt habe, wenn das Lager dann doch nochmal kaputt geht, ist es auch schnell zu ersetzen. Und an der Stelle kann man auch wirklich eine ganze Menge Geld sparen. Weg damit.
So, jetzt, haha, jetzt kommt hier das Allergrößte. Die neue Spindel. Wow. Da ist die neue Spindel. Cool. Cool. Boah, sie ist schwer. Oh! Hier, wieso sind denn da jetzt die Lager drauf? Das darf doch nicht wahr sein. Mir wurde jetzt extra gesagt, also das ist echt verrückt. Mir wurde extra gesagt, dass die Lager nicht dabei sind und dieser Filz, dieser beflockte Ring. Und jetzt baue ich das Ding aus und die Lager sind vormontiert und der beflockte Ring. Okay, na, das ist ja super. Wir haben natürlich hin und her überlegt, welche Teile brauche ich wirklich, welche Teile muss ich nicht ersetzen. Das war eine endlose Diskussion. Was muss ich haben, was muss ich nicht haben, denn tatsächlich sind diese Profi-Mäher-Ersatzteile wahnsinnig teuer. Das sind die beiden Dichtungen für die Alugehäuse. Hier sind die Flockenringe doppelt. Suboptimal. Jetzt dürfen wir die zurückschicken, dann wird das zurückgebucht und so weiter. Das sind hier die kleinen Spannelemente. Die haben wir jetzt mal bestellt. Ja, liebe Rasenfreaks, das war's schon. Herrlich, ne? Diese Teile auszupacken, das ist echt immer wie Weihnachten. Ja, jetzt geht's weiter. Viel Spaß dabei. Yeah! Herzlich willkommen, liebe Spindelmäher-Freaks. Ich bin der Rasenfreak auf YouTube und ich mache wieder ein Werkstattvideo für euch. Heute wieder ein hoffentlich cooles Werkstattvideo zu meinem E-Flex Spindelmäher, ein Profi Greensmäher. Und ich habe schon einige Videos zur Zerlegung meines Spindelmähers gebracht. Könnt ihr euch mal angucken, die Spindelmäher. Und heute geht es weiter. Die lackierten Teile sind da. Und ich muss jetzt so schnell wie möglich natürlich alles wieder zusammenbauen. Es fehlen noch ein paar sehr aufwendige Dinge. Die zeige ich euch gleich. Nämlich meine Aludruckusteile. Die müssen noch bearbeitet werden. Ja, und dann können wir schon zusammenschrauben. Und das ist natürlich das, was am meisten Spaß macht. Das ist also wie große Lego-Spielzeuge zusammenzubauen. Das ist richtig cool. Was ich euch heute zuerst zeigen will, ist das, was hier im letzten Video ein großes Drama war. Und zwar die Welle, die hier in dieser Walze drin steckte und die ich nicht rausgekriegt habe. Ja, da habe ich dann doch vernünftigerweise den Fachmann aufgesucht. Ich habe die Fachwerkstatt von Toro aufgesucht in Braunschweig, die Firma Fehling in Braunschweig. Und die möchte ich hier auch mal ausdrücklich erwähnen. Die haben mir wirklich nett und sofort geholfen und haben hier diese fette Welle aus der Walze rausgekriegt. Ja, das ist also, wie ich dann tatsächlich schon ungefähr gezeigt habe, so auf dieser Länge hier steckt also hier diese Welle in dieser Walze drin. Also so steckt die drin. Und sie war fest korrodiert und ich habe jetzt nur ein bisschen die Oberfläche mit 400er Schmirgelpapier bearbeitet und sie rutscht schmatzend und saugend da wieder rein. Echt cool. Mega cool. Ja, danke Firma Fehling aus Braunschweig. Das war super nett, was ihr mir gleich geholfen habt. Wie hat denn nun diese Fachwerkstatt diese beiden Teile getrennt? Also sie hatten erstmal einen riesigen Abzieher, einen Monsterabzieher, der passte so gerade eben hier rein. Hat dann hier hinter diesen Steg gegriffen, wie ihr das seht. Und damit ließ sich aber die Welle noch nicht rauspressen. Die war richtig schön fest korrodiert. Und dann haben sie ein Autogen-Schweißgerät genommen, also Sauerstoff-Acetylen-Schweißgerät, und haben außen das äußere Rohr
warm gemacht. Das war genau richtig, was hier ein Kollege als Kommentar unter mein Video geschrieben hat. Und dann irgendwann haben sie gedreht und warm gemacht und dann immer pop, rutschte tatsächlich die Welle raus. Also es war der absolute Wahnsinn. Das hätte ich niemals alleine hingekriegt. Vor allen Dingen habe ich auch nicht so ein Schweißgerät. Ja, super gut. Ja, und jetzt geht es darum, diese ganzen Aluminiumteile noch mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Die Welle, das ist okay, die habe ich nur von innen sauber gemacht. Gewaschen die Teile, die sehen eigentlich jetzt schon ziemlich gut aus. Da guckt ja auch keiner rein, aber jetzt schwenken wir mal rum hier. Das sind die ganzen anderen Teile, die ich jetzt noch hier aufarbeiten will. Und ich hatte erst überlegt, ob ich das nicht machen lasse, ob ich nicht diese ganzen Teile zum Strahlen, zum Sandstrahlen, genauer gesagt zum Glasperlenstrahlen gebe. Das macht so eine richtig tolle Oberfläche, das Glasperlenstrahlen. Und dann habe ich das mal kalkulieren lassen von der Firma. Und es war so schweineteuer, dass ich mich dann entschieden habe und gesagt habe, nee, okay, das arbeitest du jetzt selber auf. So ganz so schlecht sehen die Teile auch nicht aus. Jetzt nehme ich meine Bürste, meine Drahtbürste und werde die jetzt alle so ein bisschen überarbeiten. Ich hab das ja schon gemacht an den Teilen hier so ein bisschen. Es wird ein bisschen ungleichmäßig. Ich muss mal gucken, ob ich das noch ein bisschen gleichmäßiger hinkriege. Aber das ist jetzt der nächste Akt. Die ganzen Teile einmal über zu polieren, dass sie so ein bisschen sauber und glänzend werden. Ja, und dann werde ich anfangen, wieder zusammenzuschrauben. Da! Und könnt ihr es lesen? Könnt ihr es lesen? Da oben. China! Da steht China drauf. Also, liebe Firma Toro, ihr kauft auch nur Kugellager aus China. Ein Ding. Echt? Das ist ein Ding. China! So, das ist das eine. Also, schöne neue Kugellager, wird alles neu bestückt. Ein Träumchen! So, und das sind die ganzen schönen neuen Vollschrauben. Auch ein Träumchen. Wunderbar. Und dann, Freaks, dann habe ich das Schärfste herausgefunden. Und zwar gibt es, jetzt nehmen wir erstmal diese Kugellager hier weg. Kugellager-Drama. Da. Und dann gibt es überall im Meer solche Gleitbuchsen. Solche Gleitbuchsen. Das sind Kunststoffgleitbuchsen. Und diese Gleitbuchsen habe ich dann auch nicht bei Toro nachbestellen wollen. Weil, das muss ich jetzt ehrlich, meine Frau sagt, ich soll das nicht immer alles erzählen. Weil das ist nicht nett. Ja, ich weiß, das ist nicht nett. Aber ein so eine Buchse, und das muss ich, tut mir leid, also da verstehe ich ja die Welt nicht mehr. Ein so eine Gleitbuchse kostet bei Toro 6 Euro. Und da sind 20 Buchsen drin. Das heißt, ich kaufe 20 Buchsen neu, von diesen 20 Buchsen, 20 so kleine primitive Kunststoffbuchsen und zahle dafür 120 Euro. Das ist nicht okay, aus meiner Sicht. Das ist also. So, und dann habe ich angefangen zu suchen. Dann habe ich recherchiert im Internet. Was ist das Problem? Das sind Zollmaße. Natürlich, habe ich gerade gesagt, der E-Flex ist ein amerikanischer Mäher und hat Zollmaße. Also die ganzen Buchse sind Zoll. Und jetzt finde mal in Deutschland oder Europa Gleitbuchsen. Man findet ganz viele Gleitbuchsen. Gleitbuchsen in Zollgrößen. Und ich habe gesucht. Und ich habe gesucht. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Dann habe ich auf amerikanischen Seiten geguckt. Es war ein Drama. Und nach wirklich langer, langer Recherche habe ich eine Firma gefunden. Und war mich das so begeistert. Ne? Auch das ist die Firma Igos. Made in Germany. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Diese Firma liefert für die Firma Toro. Die Firma Toro, die Originalbuchsen. Es ist sensationell. Das ist der absolute Wahnsinn. Das passt 1:1. 1:1. Der Oberhammer.
Ich habe jetzt glücklicherweise diese Buchsen gefunden. Waren immer doch, also ich sag mal ein Sechstel. Ein Sechstel haben die jetzt gekostet, also 1 Euro das Stück. Aber das hat sich auch so richtig gelohnt. Dafür muss man natürlich Zeit haben und dazu braucht man auch Lust und Spaß. Und dann kann man auch da eine Menge Geld sparen. Das finde ich jetzt bestimmt die Firma Toro nicht so lustig. Aber ich als Privatmann, der jetzt hier nicht Golfplatz oder irgendeine große Firma ist, der muss natürlich gucken, dass er hier mit seinen Kosten halbwegs im Rahmen bleibt. Das ist alles nicht im Rahmen von den Kosten. Einer hat schon gefragt, ja, was gibt es denn dafür aus? Ich habe die Maschine gekauft mit 1370 Betriebsstunden. Das ist jetzt nicht so richtig viel für einen Profimäher. Die Maschine ist 6 Jahre gelaufen, Baujahr 2012. Die hat mich gebraucht gekostet 4000 Euro. Der erste akkubetriebene Profimäher, den es auf dem Markt gibt oder gegeben hat ab 2012. Dann habe ich jetzt für die ganzen Ersatzteile, die ich jetzt gekauft habe, vor allem natürlich für die neue Spindel, in Summe 1000 Euro ungefähr ausgegeben. Allein die Spindel kostet 450 Euro plus dann das Untermesser 50 Euro plus Schrauben und so weiter, sind immer ganz schnell 500 Euro weg. Dann habe ich 2 Teile kaputt gemacht, ihr wisst es noch. Ich habe, wo ist es hier? Ich habe hier diese Kupplung. Ich habe diese Kupplung zerstört. Da ist was abgebrochen, die ist runtergefallen. Und ich habe das Schlimmste, ich habe mit dem Hammer hier, weil ich versucht habe, die Spindel aus dem Lager rauszuhauen, diesen Zapfen komplett breit gehauen, völlig bescheuert. Die beiden Teile haben mich zusammen auch nochmal alleine 150 Euro gekostet und der Rest ist Kleinkram. Dazu habe ich dann für die Zollschrauben doch eine ganze Menge Geld ausgegeben, so ungefähr 80 Euro für die Lager, die waren relativ günstig, da habe ich auch so 70, 80 Euro ausgegeben. Für die Buchsen, diese Kunststoffbuchsen jetzt auch nur um die 50 Euro, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und dann kommt noch die Lackierung dazu, der Teile. Dafür habe ich ungefähr 240 Euro bezahlt. Also 4.000, 5.000, 5.000, 250, 300, 400 und 5.500 Euro. Also mich wird der mehr in Summe 5.500 Euro kosten. Das ist völliger Wahnsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Das soll bitte keiner nachmachen. Das ist völlig verrückt und das ist ganz extrem und das ist für viele wahrscheinlich das Sinnloseste, was man machen kann. Aber das ist Hobby und wenn man so ein verrücktes Hobby hat, dann gibt man auch Geld gerne für sein Hobby aus. Und wenn ich jetzt nicht diesen Deckel wieder wegklappe, dann gucke ich da mal drauf. Ja, das ist also ein völlig verrücktes Hobby und für ein verrücktes Hobby gibt man einfach auch gerne Geld aus. Ich muss jetzt aber das irgendwie kompensieren. Ich will unbedingt jetzt den John Deere verkaufen, jetzt im Frühjahr. Ah, ich weiß es nicht. Wir gucken erstmal, wie der E-Flex jetzt mäht. Ja, und ihr seid dabei. Viel Spaß noch.